Hallo und willkommen zu COD Black Ops 6. Endlich, ich war noch nie so gespannt auf eine Kampagne, auf eine COD-Kampagne wie heute. Übrigens, ich spiele das tatsächlich vorab, also am 24.10. Tatsächlich kann man das mit einem Trick machen, mit so Neuseeland-Servern. Aber das werde ich jetzt nicht sagen, sonst werde ich wahrscheinlich auch noch gesperrt oder so. Ja, wir gehen gleich direkt rein in die Kampagne. Ich habe gehört, dass sie irgendwo, also nach Cold War spielen soll. Und Cold War ist ja nach Black Ops 1 und nach Cold War kam dann Black Ops 2. Und also Black Ops 2, dieser Teil, wo alles noch beim Alten ist, also vor dem Futuristischen. Und jetzt spielt Black Ops 6. Okay, ist sehr kompliziert, aber naja. Wir spielen natürlich wieder auf Soldat, wie immer. Mr. Gorbachev, open this gate. An entire class of US-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course and we will succeed. Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon? War das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Alawi ist früh dran. Wen er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger Boden, Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Start. Und denkt dran, Livingston will Alawi lebend. Notiert. Farage, zum Exfiltrationspunkt. Ja, ja, keine Sorge. 5 Minuten. Alawi ist Verteidigungsminister und steht Saddam nahe. Seine Leute werden gut trainiert und schwer bewaffnet sein.
Oh, Jungs, hier geht's aber richtig ab schon hier. Bewegung, Truck-Tür. Verstanden. Wieso darf ich nicht sprinten? Oder geht das noch zwei nicht? Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Rauch hinein. Okay, wir spielen Case. Und noch einer. Wir wissen bald, dass wir hier sind. Seid bereit. Bedrohungen. Hey, Jungs. Dann mal los. Drei Fahrer. Ah, jetzt darf ich spielen. Weil ich muss kurz Hallo, leiser machen. Truck. Die Straße freiräumen. Finden wir ihn schnell. Verstanden, schwarzer Truck. Jetzt hast du meinen Teammate gekillt. Ist schon wieder zu laut. Gut, jetzt müsste aber auch alles passen. Ja. Jetzt ist schön leise. Oh, ihr schreien alle hier. Warum? Sind wir die Bösen oder die Guten? Das ist die Frage jetzt. Aber es sah aus, als wären wir für CIA. Und CIA sind ja eigentlich die Guten. Ach, hier ist übrigens die neue Black Ops 6 Movement Technik. Und zwar, dass man hier an so eine Kante stehen kann. Und dann zieht der automatisch so nach links und rechts. Und das Omni-Movement. Also hier, guck mal. Sprinte in jede Richtung. Nach hinten, nach vorne und so. Und dasselbe halt mit Sliden. Ist cool. Genauso wie Diven natürlich. So, genug gezeigt. Los, rein da jetzt. Ich spiele mit Maus und Tastatur. In der Mitte der Straße. Sichere das Gebiet, bevor du Alawi schnappst. Ja, warte. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen mithelfen. Hm? Also hier sind Marshall und Harrow. Cooler Name für eine Frau. Hä, wieso wurde mir gerade dort hinten angezeigt? Egal. Los. Case an die Tür. Zugriff. Alawi. Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Wir hatten einen Deal! Ein Deal? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Carrera Lügen! Euer Mann wollte mich unser rausholen! Mann? Wer genau? Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon! Pantheon! Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los! Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus Ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster Miss schloss Harrow, sich. Hat er oder hat er nicht Ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführt. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Farage, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. Ausrüstungsrat. Rüste dich mit vor dir getragenen Objekten aus und tausche sie, drücke und halte 3 und das Ausrüstungsrad zu öffnen und primäre Taktik oder Unterstützungsausrüstungen in den vorhergesehenen Plätzen auszuwählen. Gut, yep, warte, das kennen wir eigentlich auch schon. Fernlenkladung brauche ich. Gott, einmal rausholen. Arbeit, Case. Oh, das kennen wir doch aus Cold War. Bam! Das ist unsere Lücke! Da nicht viel durch! Geile Zeitlupe. So, warte, nochmal. Bam! Na, was sollt ihr dagegen machen? Gegen so kleine Mini-Autos, die explodieren? Diese Zeitlupe. Weiter, zum Treffpunkt! Das ist so geil. Südlich des Konvois! Was labern die da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Egal. Nicht nachlassen. Oh, die machen viel Schaden. Alter, die KI ist mal wieder am Start.
Voraus! Jungs, ich brauche mal ein bisschen Rückendeckung hier. Vorwärts zum Treffpunkt. Ja, warte. Das ist kurz eine Granate. Ey, ich war doch weg. Da, Digga, diese typischen Granaten. Weiter zum Treffpunkt. Südlich des Konvois. Dann halt nochmal. Vorwärts zum Treffpunkt. Alter, die machen aber auch Schaden hier. Vielleicht sollte ich halt wirklich dieses Omni-Movement mehr nutzen. Kurz hier ein paar Grenades. Warte mal. Guck mal, wenn ich hier... Ah, das ist eine geile Neuerung. Ich bekomme angezeigt, wie lange die Nade braucht, um zu explodieren. Das ist cool. Also diese ganzen... Ja, diese ganzen viel gut Neuerungen sind schon nice. Faras, wir kommen näher. Faras, kommen. Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Gut, dass der Typ hier unten sind wir leichte mithilft. Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Wo ist Adler, wenn man mehr ihn braucht? Aber irgendwas ist so anscheinend, dass Adler nicht da ist. Kontakt! Pantheon hat die bessere Plätze an ihm dran! Gut, diese komischen Pantheons. Das sind anscheinend die oberkrassen Schurken hier. Letztes Mal waren es ja die Russen. Ich bin froh, wir sind dass fast es beim Treffpunkt, Case! Immer weiter! Ich bin froh, dass es nicht mehr die Russen sind. War ja langsam nervig. Oh, ja, 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 ja. Wo haben die Raketen? Scharfschütze. Ja, jetzt gerade rauch. In den Büschen! Das war eine gute Möglichkeit. Als noch Rauch war, ist am besten sicher zu schießen. Gut, alles gesichert. Los! Warum wollen diese Typen nicht so unbedingt, Alawi? Bringt mich hier raus und ich sage euch, was ich weiß. Das wirst du allerdings. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Faras wird uns unten treffen. Die Klippe runter? Ja, du voran, Case. Wir sind direkt hinter dir. Gut, Jungs. Bitte beschütz mich. Faras! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer... Nein, 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 nein! Adler. Waffe runter! Warte, bis Wulz davon erfährt. Verdammt, Russell Adler, CIA-Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Wulz neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer schlägt Turm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. In den Schrock. Okay, Adler ist Hey, hast du den Werfer? Back. Wir schießen ihn ab. Aber Adler ist nicht auf unserer Seite. Da, auf 6 Uhr. Ihr entkommt ihm nicht. Schalt ihn aus. Hol den Vogel vom Himmel, Case. Ja, sorry, das Worauf dauert hier ein bisschen. Worauf zum Henker wartest du? Wir brauchen eine Rakete. Gut, Leute, nur einmal. Beschuss. Lass bleiben! Nochmal. Alle okay? Alles ja, ja, gut! Ja, ja. Vorerst! Na los, Case, ich brauch dich! Er ist weg! Volltreffer! Warte, Troy, pass auf! Haltet oh, nein. Euch fest! Oh, Scheiße! Boah, verdammt nochmal! Genau so fährt man! Keine sichtbaren Bedrohungen im Luftraum! Alles gut! Gut gemacht! Jetzt blüht uns was wegen Alawi! Viel Glück dabei!
sonst noch etwas? Sir, die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow, abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Russell Adler, der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Turm. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Bewunderst du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast du einen gut? Nur einen? Klar. Eher ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Ich werde mich bemühen. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, ging er Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Es wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Jede Sekunde zählt. Du kennst den Plan. Shivati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum.
Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Habe ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Scheint jetzt so, als wäre das wie in Cold War. Wir sind eine, ja, sprachenslose Person, wie früher mit Bell. Jetzt sind wir Case. Ich weiß nicht mal, was mit Bell passiert ist. Und wir haben eine Base, wie beim letzten Mal, nur viel, viel größer. Ich habe schon ein paar kleine Videos gesehen, wie groß die sind. Und hier gibt es auch 300 Rätsel zu finden und... was war hier? Schwarzlicht. Nutze das Schwarzlicht, um geheime Nachrichten in der Umgebung aufzudecken. Drücke 4, um das eins auszuschalten. Oh ja, hier fängt schon an mit den ganzen Rätseln. Guck mal, hier ist eins. Da unten ist eins. Also ganz komisch. Hier kann ich Klavier spielen. Oh, einfach ein Kunstwerk. Ist bestimmt auch irgendwas mit einem Rätsel zu tun. Ja, also ich glaube, die Rätsel werde ich nicht machen, weil ich erstmal keine Ahnung davon habe. Und selbst wenn ich mich damit beschäftigen möchte, habe ich die Zeit dafür nicht, weil ich möchte gerne nur die Kampagne machen. Gut, aber den Rest werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Einstieg gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.